Erstmal einen wunderschönen guten Morgen im herrlichen Kaisersbach. Man sieht es hinter uns. Wir haben wunderschönes, strahlendes Wetter. Mein Name ist Heiko Eberhardt. Ich bin seit rund 20 Jahren hier in Kaisersbach und bin Ingenieur und tue seit circa auch ja, 20 Jahren Firma helfen, wieder auf die Füße zu kommen und möchte jetzt mein Wissen einsetzen, um Kaisersbach wieder voranzubringen. Am 24. Oktober ist die Wahl. Warum sollen die Bürgerinnen und Bürger von Kaisersbach das Kreuzchen unter ihrem Namen machen? Aus Kaisersbach, für Kaisersbach. Ich wohne seit 20 Jahren hier in Kaisersbach, in Ebni. Und alles, was hier in der Gemeinde passiert, geht auch mich persönlich an. Das heißt, ich bin hoch motiviert, unsere Gemeinde voranzubringen und auszeichnen oder mein Können. Ich bin Ingenieur und Ansprechpartner für die Industrie, für einen Bauhof, für alles Technische, habe die entsprechende Managementerfahrung, die ich mitbringe und möchte einfach, dass Kaisersbach auch aus den schlechten Schlagzeilen endlich mal rauskommt und freue mich drauf, hier was bewegen zu können. Dann die dritte Frage wäre für mich, eine Bürgermeisterperiode geht 8 Jahre, da hat man natürlich viel zu tun, und wo würden Sie die Schwerpunkte der nächsten 8 Jahre für Kaisersbach sehen? Also was sind die wichtigsten Themen für Kaisersbach, wenn Sie gewählt werden sollten, die Sie auf jeden Fall priorisieren würden? Als allererstes müssen sämtliche Projekte mal auf den Tisch. Es muss aufgeführt werden, was eigentlich ansteht. Das heißt, eine Inventur gemacht werden. Man hört von vielen Leuten, dass irgendwas nicht passt, irgendwas nicht stimmt, aber wenn man dann zum Gemeinderat geht oder sonst irgendwo nachfragt, kriegt man keine Antwort oder nur bruchstückhaft Antwort, und das muss aufhören. Wir müssen alle, auch die Gemeindemitglieder hier in Kaisersbach, jeder wissen, wo wir dran sind, und wenn sämtliche Projekte auf dem Tisch liegen, wir wissen, was von Arbeitsvolumen auf uns zukommt, dann kann man priorisieren, seine Ressourcen dementsprechend auslegen und die Projekte anfangen. Also als allererstes mal klar Schiff machen, und dann müssen wir weitersehen, weil es bringt nichts, jetzt über irgendwelche Industrialisierung oder Firmen zu reden, die sich hier ansiedeln sollen, wenn man nicht einmal hier überall ein Breitband haben. Auch in Ebni, YouTube und sowas, teilweise geht nicht, weil die Verbindung einfach viel zu schlecht ist. Ne? Das heißt, die grundlegende Sache müsste erstmal gefixt werden. Ich denke, das geht nicht von heute auf morgen, und danach wird man alles andere sehen.